Herzlich willkommen zum Fazit zu Alias Another Glorious Day in the Core. Ja, viele von euch haben wahrscheinlich auch schon meine Livestreams natürlich angesehen, wie ich da gespielt habe. Und abseits davon habe ich natürlich schon einige mehrere Partien auf dem Kasten. Man kann ja nicht alles livestreamen, leider. Aber trotzdem kommen wir jetzt erstmal zu den Standardpunkten und dann natürlich zu meinen allgemeinen Zusammenfassungen. Der Punkt ist mir natürlich dann am liebsten. Ja, also, wir haben hier das Material. So, und beim Material muss ich echt mal sagen, es gibt zwei Seiten. Ja, einerseits positiv, andererseits negativ. Wir beginnen erstmal mit den Cardboards und den Karten. Ja, leider fehlt hier das Linenfinish. Wie ihr wisst ja, ich bin auch großer Fan von Qualität und das hätte ich mir schon gerne gewünscht. Ja, generell. Zum Material muss man ja immer sagen, wenn man hier spart, ja, dann wird das Ganze natürlich günstiger, aber qualitativ hat man dann ein bisschen Einbußen. Ja, vor allem, wenn alles ziemlich dunkel designt ist und so, ja, dann nützen sich die Ränder der Cardboards und Karten eben schneller ab. Das heißt, ihr müsst euch da mit Sleeves behelfen und bei den Tokens, ja, da kann man leider nicht viel machen. Könnte man schon, aber es wäre sehr aufwendig. Das heißt, erstmal beim Material von den Pappteilen her haben wir nicht hohe Qualität. Dann bei den Miniaturen, das ist auch so ein Punkt, wenn ihr euch das Spiel kauft, müsst ihr die Miniaturen zusammenbauen. Ja, und das ist nicht jedermanns Sache. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, oh, ich bin sozusagen ungeschickt darin oder ich mag das nicht, das kostet mir zu viel Zeit, ich will auspacken und spielen. Ja, das ist für manche ein Kritikpunkt, das kann ich verstehen, das muss ich auch kritisieren, ja, aber andererseits ist es wieder kein Kritikpunkt, denn wer schon mal Warhammer gespielt hat, ja, oder King and Death Monster besitzt oder Blood Bowl sich kauft, ja, der muss auch die Miniaturen zusammenbauen. Und wenn du wirklich ein großer Fan dieses Genres bist, dann nimmst du auch das in Kauf, ja. Und ich finde das jetzt nicht als störend, ich mag das Basteln, ich finde das cool. Klar, es raubt mir Zeit. Definitiv raubt es mir Zeit, aber irgendwie ist das auch eine schöne Beschäftigung. Ja, ich ziehe mir dann einen Film rein oder so und klebe nebenbei die Sachen zusammen. Also das ist für mich auch sehr entspannend und cool. Aber ich verstehe es, wenn man das nicht mag oder kann, ja, ist das für viele Leute ein Kritikpunkt. Also da schon aufpassen, es sind ja keine fertigen Miniaturen drin. Und wenn wir dann bei der Qualität sind, das Coole darin ist ja, es ist ja zum Beispiel in Warhammer schon seit ewig, dass die selber zusammengebaut werden müssen. Dafür bekommst du aber auch eine sehr hohe Qualität. Ja, das hat zwei Vorteile. Du kannst die Figuren ein bisschen aufwendiger gießen. Ja, wenn du nicht eine Figur aus einem Stück gießen musst, das ist sehr schwierig. Und zum einen ist es günstiger zu produzieren. Ja, du kannst da viel schneller das Zeug rausschießen. Wie gesagt, die sind leichter zu erstellen. Das schlägt sich dann natürlich auch auf den Preis positiverweise nieder. Also ja, aber es kostet euch definitiv Lebenszeit, das zu machen. Also kann man es verstehen, wenn ihr das nicht mögt. Hat mich jetzt nicht so gestört. Ja, also es war cool, wieder mal Figuren zusammenzubauen. Ja, so viel dazu. Also wir haben hier eigentlich eine sehr hohe Figurenqualität. Die Aliens sehen richtig geil aus. Die Figuren der Helden sehen auch toll aus. Auch wenn man sie schwierig unterscheiden kann. Da das liegt in der Natur der Sache. Die haben ja Helme auf und Ausrüstungen, man müsste sie bemalen, dann geht es ein bisschen einfacher. Immerhin haben sie Namen auf den Bases drauf, die einfach mal beschriften, dann kann man immer nachsehen. Ach, aber ansonsten, ihr habt die Qualitätsmerkmale gesehen, das erwartet euch in diesem Spiel. Eins muss man auch noch sagen, es sind hier wenig Blip-Tokens drin, das heißt, es kann sein, dass euch die Blip-Tokens vielleicht mal ausgehen werden. Dazu braucht ihr dann die Erweiterung, dann habt ihr noch mehr Blip-Tokens, aber das sage ich euch dann im allgemeinen Teil nochmal. Ja, dann haben wir die Spieleranzahl. Ich habe es bis jetzt nur solo gespielt. Ja, das ist so ein Spiel, das kannst du auch zu zweit gut einschätzen, weil es ist solo, zu zweit, zu dritt wirklich egal. Ja, es ist einfach nur so, nicht ganz, das hat auch einen mechanischen Sinn. Aber vom Spielgefühl her ändert es eigentlich nicht wirklich etwas außer an den Spawn-Karten. Ja. Also, ob du es jetzt zu zweit spielst mit zwei Helden oder ob du es jetzt alleine spielst mit zwei Helden, du könntest ja auch alleine mit vier Helden spielen, ändert nichts daran. Ja, eigentlich fällt nur der Diskussionsfaktor weg und der kann ich mir schon vorstellen, dass bei diesem Spiel auch sehr
gut ist. Ja, da muss man schon wirklich gut entscheiden, wo geht man hin und so weiter, weil man ja das gemeinsame Ausdauerdeck braucht und wirklich Stellungsspiel betreiben muss in diesem Spiel. Das ist wirklich sehr wichtig. Von daher glaube ich, dass es mit mehr Spielern auch recht interessant ist. Meine Frau hatte da leider keine Zeit. Die hatte auch gerade das Studium abgeschlossen, so. Daher waren es nur Solo-Partien. Und ja, ich glaube, dass mit jeder Spieleranzahl sehr gut spielbar ist. Wie gesagt, das skaliert ja nicht wirklich. Ihr gebt euch einfach nur mehrere Helden. Was aber anders ist, ich habe es einmal True Solo versucht und da ist das Spiel, finde ich, sogar ein bisschen leichter. Da habe ich dann die erste Mission gleich geschafft, die zweite auch noch dazu. Als ich das dann nach den Livestreams mal getestet habe, weil ihr einfach weniger Spawn-Karten zieht. Ja, das ist irgendwie eine witzige Mechanik. Das heißt, wenn du dann mit zwei Helden spielst, also zu zweit, werden vier Spawn-Karten gezogen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich finde jetzt nicht, dass ein Held so extrem stark ist, dass man da noch vier Spawn-Karten ziehen müsste. Das heißt, spielst du jetzt True Solo mit nur einem Helden und fünf Grunts, ziehst du nur zwei Spawn-Karten, aber die Grunts sind ja trotzdem stark und sie sind auch ausgerüstet. Ja. Das heißt, ich finde, wenn du mit nur einem Helden spielst, ist es ein bisschen einfacher, das Spiel. Obwohl, es ist generell nicht so einfach. Ja. Von daher, aber ich liebe die Herausforderung, daher spiele ich es Solo auch gern mit zwei Charakteren. Dazu möchte ich aber in dem Thema noch später ein bisschen eingehen. Erstmal die Standardpunkte schnell abarbeiten. Also Spieleranzahl absolut solo-tauglich. Und ich denke, dass mit mehr Spielern, wenn ihr Spaß an solchen Spielen habt, dann ist es kein Problem. Ja, dann die Spieldauer finde ich ist eher hoch. Ja, es kommt darauf an, welche Missionen ihr spielt. Ja, wenn ihr die erweiterten Missionen nehmt, dann könnt ihr sicher eine Stunde mehr draufschlagen. Könnt euch auch meine Livestreams ansehen, so circa zwischen 2 bis 3 Stunden spielt man an so einer Mission. Aber wenn ihr nur die Grundbox spielt, ich habe letztes Mal die erste Mission in 1,5 Stunden geschafft, wohlgemerkt, aber ich hatte auch Glück dabei. Aber generell würde ich für eine Partie schon 2 Stunden veranschlagen, Minimum. Ja, wenn ihr dann die erweiterten Missionen spielt, kommt ihr sicher auf 2 Stunden plus. Ja, dann dauert es definitiv länger. Aber es natürlich kommt auch daran, wie das kommt darauf an, wie das Spiel verläuft. Ja, dann die Thematik. Boah, also die Thematik ist sehr geil. Also ich bin großer Fan dieses Franchises seit ewig. Ja, ich bin 78 born, 79 ist, glaube ich, der erste Film rausgekommen. Natürlich habe ich es ja nicht als Baby gesehen, ja, oder als Kind, aber trotzdem, ich habe, glaube ich, den ersten Teil sicher schon 30 Mal gesehen oder so und den zweiten Teil noch öfter und letztes Mal eben wieder. Und ich kann euch eins garantieren, die Thematik kommt in diesem Spiel richtig gut rüber. Erstens, weil es optisch richtig schön aussieht, dann die Aliens-Figuren sehen sehr geil aus und die Spielmechaniken sind zwar sehr einfach, passen aber wirklich extrem gut zum Setting. Dazu dann später auch noch mehr. Also thematisch finde ich eine absolute Bombe und ich bin mir gerade noch nicht sicher, welches Spiel ich ein bisschen thematischer finde. Ja, Legendary Encounters ist bis jetzt mein absolutes Lieblings-Aliens-Spiel, definitiv. Mega thematisch gemacht für ein Kartenspiel. Und hier haben wir das Ganze jetzt in Miniaturenform. Und boah, hey, ich bin mir echt nicht sicher, welches ich jetzt besser finde. Aber dazu noch später zur Mechanik ein bisschen was. Also thematisch würde ich als Fan, ihr müsst es natürlich auch sehen, bei mir kommt der Fanbonus noch dazu. Und da kann ich euch echt nur sagen, wenn ihr die Filme mögt, ja, und ihr habt vielleicht auch nichts mit Brettspielen am Hut, das ist wirklich ein geiles thematisches Brettspiel zum Film. Preis-Leistung finde ich eigentlich in Ordnung. Und das muss ich jetzt eben mit der Materialkomponenten verbinden, weil, wie ich vorher schon erwähnt habe, billigere Produktion schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Also erstmal war ich echt froh, als ich das Spiel in P3 Comics bestellt habe, war das, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube 145 oder 150 Euro, so um den Daumen rum, all in wohl gesagt, mit diesen drei Boxen und noch die Inventars dazu. Die Boxen habe ich jetzt nicht mehr, die sind natürlich da schon eingeflossen in die Grundbox. Also die Kisten und die Computer und so. Also all in finde ich den Preis absolut okay für so ein tolles Spiel. Ja, das heißt, andererseits hätte ich mir doch eine geilere Qualität an dem restlichen Material gewünscht.
Ja, außer an den Figuren, die sind, mit denen bin ich hochzufrieden. Aber andererseits bin ich froh, dass ich nicht so viel Geld bezahlt habe. Ja, ich habe mir jetzt auch noch habe sehr viel verkauft, davon King und Desmonds geholt, versuche nicht mehr viel auf Kickstarter zu backen dieses Jahr. Und ich war echt froh, dass es im Prinzip, finde ich, 150 Euro für sowas gar nicht mal so verkehrt. Ja, mit Grundbox, eine Erweiterung, da auch einiges drin ist, dann zusätzlich noch die Badasses und die Inventare dazu. Also ich finde, der Preis ist in Ordnung. Ja. Hätte man das Ganze wahrscheinlich teurer produziert, wärst du vielleicht auf 200 Euro gekommen und da wüsste ich dann nicht, ob ich dann auch gesagt hätte, ja, die Fanbrille sagt ja geil, aber ich bin mit dem Preis zufrieden, definitiv. Also es gibt Spiele, da kostet die Grundbox schon 100 Euro und bietet euch lange nicht so viel Spiel wie das hier. Also nehmt mal Planet Apocalypse zum Beispiel, die Grundbox, ja, sehr wenig Wiederspielwert im Prinzip. Und da kaufe ich mir doch lieber fast ein All-In bei Aliens, wenn man das jetzt vergleichen würde. Ja, wenn du Planet Apocalypse kaufst, musst du definitiv viel, viel mehr Geld investieren, ja, so 300 plus, damit du erstmal einen guten Wiederspielwert bekommst. Von daher finde ich den Preis echt okay. Ja, und dann die Zusammenfassung. Also, wo beginnen wir? Ich würde sagen, wir beginnen erst mit den Negativpunkten. Ich habe mal in einem Stream gesagt, es ist ein Spiel mit Ecken und Kanten. Dabei bleibe ich auch. Ja. Es ist ein sehr, sehr geiles Spiel, hat aber jetzt ein paar Negativpunkte und die habe ich mir auch notiert, damit ich da nichts vergesse irgendwie. Zum ersten Mal hätte ich die Komponenten, das haben wir ja schon durch, ja, einerseits positiv, andererseits negativ, das haben wir abgehakt. Dann habe ich, genau, Figurenzusammenbau, das Thema hatten wir auch gerade. Dann vielleicht noch einen Punkt, repetitiv. Hier muss man sich mal vorstellen, ich bekam da einen Kommentar in einem Livestream, der sagte, ja, hat das ganze Spiel durchgespielt und so weiter. Leider sind ja nur drei Missionen darin. Wenn du die Backhunts und die Rescue-Missionen wegrechnest, sind es im Prinzip nur drei Story-Missionen darin. Da sage ich, ja, ich finde das sogar cool. Ich finde es echt cool, ich zeige euch das nochmal und warum das auch so ist. Also wir haben hier erstmal natürlich Mission 1, Newt finden. Dann haben wir Mission 2, Escape. Ah, das, nicht Escape, das ist was anderes. Warte mal, na doch, passt schon. Haben wir die Escape Mission und dann Mission 3 Survive. Und das war es eigentlich schon. Ja. Das sind die drei Standardmissionen, jetzt habe ich es verwechselt mit der Rescue, die ihr in diesem Spiel spielen könnt. Und da muss ich auch dazu sagen, dass diese drei Missionen eigentlich den Film sehr, sehr gut widerspiegeln. Ihr seht es auch auf der Rückseite. Ja, hier zum Beispiel Newt. Dann haben wir hier natürlich Entkommen. Und dann hier seht ihr das Dropship. Ja, also. Es ist richtig geil gemacht und da muss man sagen, der Film gibt auch nicht mehr her. Das ist der zweite Teil. Was machen die? Dringen in den Komplex ein, finden Newt, werden von den Aliens angegriffen, versuchen zu überleben und im Anschluss dann natürlich mit dem Dropship zu flüchten. Mehr gibt es da nicht zum Sagen. Das heißt, du kannst hier nicht mal künstlich irgendwelche Missionen einbauen. Das würde dann wahrscheinlich thematisch auch gar nicht korrekt sein. Das würde mir nicht gefallen. Und von daher ist es erstmal gut, so wie es ist. Drei Missionen ist on point. Ja. Und zur Länge dazu dann auch gleich mehr. Aber ihr habt ja noch mehr darin. Und das ist sehr hart. Und zwar, wenn ein Mitglied von euch gefangen wird, könnt ihr eine Rescue-Mission spielen, versuchen, ihn zu befreien, also zwischen diesen Missionen eine Nebenmission zu machen, euer Teammitglied zu befreien. Wenn ihr das natürlich möchtet, damit ihr wieder mehr Kämpfer habt. Und es gibt diese Backhand-Missionen, die habe ich einmal versucht und ich finde die auch sehr cool. Ja? Du startest ohne Ausrüstung, nur mit Pistolen und musst sozusagen das ganze Spawn-Deck abarbeiten. Ja, das kann man mögen oder nicht. Also ich finde das echt toll gemacht. Ja, das hat so ein bisschen was von Alien vs. Predator Flair, ein bisschen. Fehlt halt nur der Predator. Aber trotzdem. Ich finde das echt cool und da hast dann eben dann mehr Backhand-Missionen. Ja, ihr seht euch das Ganze mal an. Also schon unterschiedliche Kartenaufbauten für die Backhands und ich finde die super.
Aber vielleicht eben nicht jedermanns Sache, aber einfach nur rein Aliens schnetzeln. Darum geht es ja hauptsächlich in diesem Spiel. Und eine Supply-Mission haben wir natürlich auch noch. Da könnt ihr euch ein bisschen was Verbesserungen holen. Ja, also das finde ich schon mal sehr gut. Das heißt, repetitiv in dem Sinn, wenn man jetzt sich jetzt ein Spiel kauft, darf man nicht die Erwartung haben, dass sie hier ein 200 Stunden Story-driven Game bekommt. Nein, dieses Spiel will aufgebaut werden und einfach nur Aliens abschlachten. Ja, genau darum geht es in dem Spiel und natürlich versuchen, die Mission zu lösen. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, an dem ich auch schon angelangt bin. Ja, ich habe zum Beispiel auch ISS Vanguard nicht unterstützt, weil ich einfach gerade auch die Zeit nicht dazu habe, ein elendlanges Kampagnenspiel zu spielen. Ja, Gloomhaven hat man gesehen, ich glaube nach 120 Stunden, hat sich leider blöd ergeben. Die Gruppe hat sich irgendwie aufgelöst. Ja, es war schade drum. Wir waren fast am Ende, also könnte ich sagen, fast durchgespielt. Aber das Problem ist einfach, ich glaube, man kauft sich sehr viele Kampagnenspiele, spielt die aber nie im Leben durch. Ja, was willst du dann bei Etherfields? Wird angegeben, ich glaube auch 150 plus oder so. Bei den meisten Spielen sowieso schon Standard 200 plus. Ich finde das ja sehr geil, ja, wirklich. Aber um den ganzen Content zu genießen, speziell als YouTuber, ist das nicht einfach. Da müsste ich das wirklich ein paar Wochen lang nur dieses Spiel spielen. Das heißt, ich würde meinen Kanal zuspammen mit diesem Spiel. Das geht halt bei mir auch nicht. Und vor allem, ich habe auch schon sehr viele Spiele. Und das habe ich auch immer schon wieder gesagt, wenn ich so was Ähnliches spielen will wie Vanguard zum Beispiel, das neue von Awakened Realms, dann spiele ich erstmal das War of Mine. Ich habe schon 6 Mal gespielt, aber habe es immer noch nicht geschafft. Finde es aber ein grandioses Spiel. Darum werde ich auch wahrscheinlich mein Tainted Grail ist sowieso schon verkauft. Da habe ich quasi gegen die Loot, gegen die Chester Loot, wie heißt die nochmal, von Kingdom Death Monster, die Zusatzbox halt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die habe ich mir quasi von diesem Pledge gekauft, ja, weil ich mir gedacht habe, ja, ich kann bei Tainted Grail auch nicht mehr so enorm jetzt reinfahren, obwohl ich es gerne mal wo mitspielen würde und ich kenne ja auch Leute, die haben das, also ist es auch kein Problem, ja. Und daher bin ich wirklich froh, um nicht vom Thema abzuschweifen, dass Aliens im Prinzip, du spielst die drei Missionen, dann hast du das Spiel gesehen, aber das Spielsystem gibt euch so viel Wiederspielwert, weil in diesem Spiel, das ist einfach nur ein, das ist nicht wirklich ein, das ist ein, ja, wie soll man, ein Dungeon Shooter könnte man schon fast sagen, ja, nicht wirklich Dungeon Crawl, sondern Dungeon Shooter. Das heißt, ihr geht einfach durch und versucht so viel Aliens wie möglich abzuknallen. Also, das ist schon cool. Und das hat natürlich auch Vorzüge, ja. Und das sind eben die Punkte, wo ich sage, drei Missionen sind voll okay, der Film gibt es nicht her. Und von daher, ja, super gemacht. Und repetitiv ist als Negativpunkt für die Leute, die jetzt meinen, ja, jede Mission fühlt sich da ein bisschen gleich an, weil ihr im Prinzip ja fast nur versucht, Aliens abzumurksen. Ja, nicht unbedingt. Ja, Newt zu finden ist schwierig. Es kommt halt darauf an, wo sie sich versteckt. Ja. Dann die Mission mit den Sentry Guns finde ich auch total interessant. Die schießen auf alles, was sich bewegt, oder mit den Facehuggern und so. Also ihr habt da schon einige schöne, nette Twists drin und das ist schon sehr cool. Das heißt, ihr müsst euch darauf gefasst machen, dass ihr hier kein 100-Stunden-Kampagnenspiel bekommt. Ja. Wenn man das weiß, dann ist man zufrieden damit. So, es ist dann noch so, dass mit dieser Erweiterung, die Ultimate Badasses, mega tolle Erweiterung, da bekommt ihr dann Charaktere dazu, also die restlichen Filmcharaktere, und die können sich dann verbessern. Das heißt, mit dieser Erweiterung bekommt ihr eine kleine Charakterprogression zwischen den Missionen. Die sind auch sehr stark, es macht Spaß, mit denen zu spielen. Ist echt eine mega Idee, auch nicht episch, ja, diese Progression. Aber trotzdem sehr, sehr nett gemacht, dass man hier Charaktere eingebaut hat, mit denen man sich auch verbessern kann. Ja, sozusagen Erfahrung sammeln. Also auch ein super Add-on, das ihr euch kaufen sollt. Ja, dann gibt es natürlich hier in dieser Erweiterung die Missionen von hier nur größer. Also ich zeige euch da mal eine Mission, könnt ihr auch auf meinen Livestream sehen. Ich habe live nur diese Missionen gespielt. Oh, ne, das ist in der Grundbox, habe ich die versteckt.
in der Grundbox. Übrigens die Miniaturen, hier die Alien Queen und Ripley im Laderoboter, das sieht mega aus. Also dann habt ihr hier zum Beispiel dieselbe Mission, aber mit zwei Map-Teils mehr. Ja, das ist extrem, finde ich. Also das ist eine Herausforderung, das zu schaffen. Ich habe es nie geschafft, bis jetzt noch das einmal zu spielen. Ich habe nach dem Livestream nächsten Tag nochmal versucht, bin knapp daran gescheitert, habe sie gefunden, aber am Rückweg gingen mir die Karten aus. Also ja, du machst zwar oft das Gleiche, aber es macht einfach nur mega viel Spaß, in den Komplex einzudringen und die Mission versuchen zu lösen und dabei Aliens abknallt. Also ja, das heißt, diese Erweiterung ist absolut Pflicht, wenn ihr dann von der Grundbox weg wollt, ihr wollt das noch schwieriger haben, obwohl ich finde es auch nicht einfach, ja. Hier könnt ihr natürlich das Pech haben, wenn Newt am anderen Ende der Mission liegt mit den erweiterten Teilen. Das ist echt heftig schwierig. Das ist wirklich heftig schwierig. Ich habe das noch nicht geschafft. Aber genau das reizt einen. Das ist der Wiederspielwert. Man will das irgendwann mal schaffen. Ja. Also ich finde, wenn man all in geht, dann hat man wirklich als Fan, ja, sowieso als Fan sowieso, wirklich eine tolle Komposition hier auf dem Tisch. So, dann der nächste Negativpunkt, der wäre keine lange Kampagne. Oh, den Punkt haben wir ja schon gemacht, also zwei Punkte in einem. Dann das Regelbuch, genau, also Regelbuch hätte man definitiv besser machen können. Also es fällt mir in letzter Zeit häufig auf, dass ich wieder Spiele auf dem Tisch habe, wo du im Regelbuch ziemlich viel blättern musst und du findest es einfach nicht, ja. Und seht euch einfach mal die FAQs dazu an. Es gibt offizielle FAQs schon auf BoardGameGeek. Da bekommt ihr ziemlich viele Fragen beantwortet. Und das Spiel ist wirklich nicht kompliziert. Also keine Angst davor. Ihr habt hier keinen mega fiddly Dungeon, kein mega fiddly Miniaturenspiel für euch. Nein. Aber die Regeln sind teilweise so geschrieben, dass sie Fragen offen lassen. Ja. Und es gibt weiterhin noch Fragen. Ich habe sie auf BoardGameGeek nicht gestellt. Ich war einfach zu faul dazu, das gebe ich zu. Zum Beispiel, was ist, wenn ein Charakter down ist? Ja, kann man dann trotzdem drüber schießen? Oder können die Aliens drüber gehen? Na, die gehen natürlich nicht, die greifen den an. Aber kannst du dann drüber schießen? Ja, logisch wäre es, der liegt ja am Boden. Ja, dann denkst du dir, das könnte ja möglich sein. Ist aber explizit in der Anleitung nicht erklärt. Da steht nur, du kannst, ein Charakter blockiert die Sichtlinie. Mehr steht da nicht. Aber klar, dann spielst du so, wie es in der Anleitung steht, aber logisch wäre es anders. Aber man könnte auch sagen, ja, okay, du willst die Gefahr nicht eingehen, dass du den Charakter triffst. Aber ja, dann, wo auch, also was auch für sehr viel Diskussionsstoff sorgt, ist die Sichtlinie, wie bei vielen Spielen immer wieder. Das heißt, ob du zwischen zwei Charakteren an der Ecke durchschießen kannst. Ja, eine ganz klare Antwort hat sich da auch noch nicht rauskristallisiert. Also man kann sich beide Seiten schwer argumentieren und vorstellen. Für mich sagt die Logik einfach, und das habe ich auch gelesen, so spielen es auch viele, wenn du zwischen zwei Charakteren, die an der Ecke zueinander stehen, durchschießen willst, dann geht das und so wird das auch von den meisten Spielern gehandhabt. Ja. Ich finde auch, die Regeln generell muss man ein bisschen besser strukturieren. Das heißt, wenn du ein Thema hast, bleib bei diesem Thema und verweise nicht so oft auf andere Seiten. Das ist zwar hier nicht so stark ausgeprägt, aber wie gesagt, es ist schon so geschrieben, dass man sich bei vielen Sätzen denkt, aha, wie geht das jetzt? Oder der Punkt, was ist, wenn dir die Miniaturen ausgehen? Also die Entwickler, glaube ich, haben nicht so damit gerechnet, dass es, also ich glaube auch vom Spielsystem her ist es sehr schwierig, dass dir die Miniaturen ausgehen, vor allem die Blip-Tokens. Das heißt, ich habe in den ersten Partien, habe ich was falsch gespielt, na falsch gespielt nicht, aber ich habe das Autofeuer vergessen, darum sind so viele Aliens gespawnt, aber es ist trotzdem nicht in der Anleitung beschrieben, was passiert, wenn eine Miniatur aus ist. Ja. Und das mit den Blip-Tokens steht irgendwo versteckt drin. Oder ich glaube, das habe ich auch nicht gefunden. Das war eine FAQ. Aber was passiert, wenn die Blip-Tokens ausgehen? FAQs lesen. Also solche grundlegenden Sachen hat man da schon vergessen. Aber ja, wenn ihr die Sachen dann einmal drauf habt, ist es easygoing, der Spielablauf. Ja, dann der nächste negative. Ja, ich habe aufgeschrieben, die Addons sind fast Pflicht. Ist nicht wirklich negativ.
Wenn ihr irgendwann mal sagt, okay, ich will diese kleinen Missionen nicht mehr spielen, und das kommt auch definitiv, ja, ihr wollt es noch mehr anspruchen, noch, dann müsst ihr euch die Add-ons holen. Ja. Und das ist der Punkt, den ich vorher schon erwähnt habe. Alle Missionen bekommt ihr größer dazu in diesen Add-on. Ihr bekommt den Endbosskampf dazu, der auch sehr geil gemacht ist übrigens. Und habe ich aber noch nicht geschafft. Und eben die Badasses sowieso. Ja, das gibt euch schon sehr schön viel was her und das ganze Spiel noch mehr zu probieren und mehr Vielfalt. Ganz klar. Also definitiv, die Erweiterungen sind fast Pflicht. Die Grundbox alleine könnte euch auf Dauer ja, zu wenig werden, wenn ihr wisst, dass das Ganze noch ein bisschen epischer geht. Ja, von daher ist das sehr cool. Auch die Inventories sind sehr, sehr nice. Also das ist natürlich immer schön, wenn man Inventar hat als Figuren, als anstatt Blättchen. Das ist natürlich auch toll. Das heißt, kauft euch das Spiel und wenn möglich gleich die Erweiterungen. Ja. Dann die Charaktersteuerung, sechs Charaktere. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin teilweise nicht so der Freund davon, wenn ich ein Solospiel spiele, dass ich sechs, sieben verschiedene Charaktere steuern muss. Und ich habe mir da am Anfang gedacht, oh mein Gott, ja, das ist zwar okay, wenn sie nicht zu so viel können. Und dann siehst du dir das Brett an und du kannst jeden Grunt auch noch ausrüsten. Und dann musst du alle sechs Figuren steuern und musst da das Hirn dabei einschalten. Ja, das ist gar nicht mal so schlimm gewesen. Das hat mir dann wirklich sehr gut gefallen, weil die Grunts selber ja dann eigentlich keine Skills haben. Mit der Zeit kennst du die Karten, die sie haben, sowieso. Ja, Flammenwerfer, Schaden auf alles in Umkreis von einem Feld, 7 plus zum Beispiel. Oder die Granate kannst du 4 werfen, 6, da schaust du einfach hin, dann weißt du, was der kann. Ja, das heißt, du spielst ein Spiel, dann ist das echt Gewohnheitssache und ist absolut kein Problem mehr. Und dann spiele ich eben nicht mehr als zwei Helden, das heißt, du hast nur zwei Handkarten, das ist dann auch easy zu steuern. Also mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt und es ist wirklich kein Problem, alleine die sechs Charakter zu steuern. Einziges Manko dabei ist der Platz. Das heißt, ihr braucht sehr viel Platz auf dem Tisch, wenn man es im Livestream gesehen hat. Ich musste mich da über den Tisch beugen und weil ich sie auch nicht bemalt habe, ja, musste erstmal schauen, was ist welcher Charakter bei manchen. Wenn du sie an der Flinte nicht kennst, ja, zum Beispiel den Flammenwerfer kennst du ja, Ripley kennst du an der Haltung, musst aber auch oft öfter genau schauen, wenn du müde bist. Das ist dann schon ein bisschen anstrengend und vor allem sechs Charakter-Tableaus, die du mit Equipment ausrüsten kannst, Waffen ausrüsten kannst. Ja, du hast dann eine ganze Reihe, du brauchst so viel Platz, ja, nur für die Charakter-Tableaus und das gefällt mir nicht. Ja, ich nehme es in Kauf, weil ich das Spiel geil finde, aber puh, vielleicht hätte man das ein bisschen eleganter lösen können, dass du die Charakterboards vielleicht ein bisschen kleiner machst. Ja, die müssen gar nicht so groß sein. Aber sei es wie es sei, es tut nichts am Spielablauf selber. Es ist halt einfach nur nervig, dass die so viel Platz brauchen und du dann oh, so über dem Tisch, ja, das ist halt dann anstrengend. Ja, und es ist natürlich ein Army-Trash-Spiel, das heißt, du würfelst dir einen weg komplett. Und das muss man natürlich auch mögen, ja. Obwohl ich jetzt gleich zu den wirklich geilen positiven Sachen komme, mich stört das natürlich nicht, aber wenn ihr das nicht mögt, dass man alles hier und sehr viel würfelt, dann müsst ihr euch auch überlegen, ob ihr das holt. Ja, das wären so die Negativpunkte eigentlich für an dem Spiel, wo ich euch auch gesagt habe, warum es mich persönlich nicht so stört, aber andere Spieler da vielleicht vorsichtig sein sollten, wenn sie eine dieser Punkte nicht so schön finden. So, und jetzt zum Positiven. Und da gibt es wirklich ein paar geile Sachen zu berichten. Also, am Anfang war ich sehr skeptisch, was dieses gehen wir zur Hauptmechanik, was die Hauptmechanik betrifft, war ich wirklich sehr skeptisch, weil das einfach so eine Art zu spielen ist, wo du dir dann denkst, boah, dann ist das Deck aus und dann habe ich einfach verloren. Ja, das fühlt sich komisch an. Und das ist irgendwie so der gewisse Vergleich zu Gloomhaven. Ja, wenn du keine Karten mehr hast, dann bist du auch im Arsch. Und genau so fühlt sich das hier auch an. Ja, obwohl die nicht kartengesteuert sind, ja, ich habe mir am Anfang immer gedacht, ich hatte nicht so die Infos von dem Spiel. Ja, ich war ein Fan, habe das auf meine Top-Liste nach oben gesetzt, dass es ein kartengesteuertes Miniaturenspiel ist. Nein, die haben autark ihre Playerboards und
Die Karten sind nur Unterstützungskarten. Und da habe ich mir dann echt gedacht, boah, kann das gut gehen, ja? Und das funktioniert definitiv. Also, dass jeder Charakter dann von diesem Deck die Karten runterwälzen und da kannst du alles finden: Equipment, schlechte Ereignisse, Instant-Karten und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht zu viel in einem Deck? Nein, das funktioniert hervorragend. Vor allem, dass du dann Fähigkeiten hast, um die Karten wieder zu regenerieren, um die Zeit zu verlängern. Das ist dann auch ein taktischer Faktor. Ihr seid während des Spiels, und da habe ich eben in den ersten Spielen am Livestream auch den Fehler gemacht, man sollte ab und zu eine Pause einlegen, damit die Charaktere Karten regenerieren. Das ist essentiell, wenn ihr dieses Spiel spielt, geht mal runter vom Gas, regeneriert Karten, damit ihr länger durchhält. Ja, das ist wirklich wichtig. Dieses Management ist mega toll. Das heißt, ihr seid immer am Überlegen, mache ich jetzt diese Attacke mit Vasquez, kostet mich zwei Karten, aber dann sind zwei Karten weg. Ja. Gehe ich auf Autofeuer, nochmal zwei Karten. Also generell der Autofeuer-Modus, schieße ich nochmal, ist sehr riskant. Ja, ich bin schon so weit unten, kostet mich aber eine Karte. Das ist echt geil. Also du bist da wirklich, ich habe es versucht im Stream natürlich schnell zu spielen, was auch zu taktischen Fehlern geführt hat, definitiv. Aber wenn du dann mit Ruhe da sitzt und das überlegen kannst, obwohl dieses Deck ja immer aus den gleichen Karten besteht, das ist cool. Ja, das habe ich so eigentlich in keinem Spiel gehabt, außer in Gloomhaven. Wie gesagt, du hast deine Handkarten und musst wirklich genau wissen, zu welcher Situation triggerst du welche Karte. Und so ist es eben mit den Charakteren. Du solltest dir wirklich ganz genau überlegen, wann aktivierst du welchen Charakter, wie oft lässt du ihn schießen, wie hoch ist euer Deck. Mega. Also, das hätte ich dem Spiel so nicht zugetraut. Das hat mich total überrascht. Und ich finde das echt nice. Also, ich würde es nicht anders machen. Das funktioniert echt sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Dann die zweite Sache, was mir extrem gut gefällt, das ist dieses Defensivfeuer. Hat mich auch mega überrascht. Ja? Das ist so eine schöne Mechanik, habe ich auch so in noch keinem Spiel gesehen. Also, das Alien kommt ran und greift dich an im Zuge nach seiner Bewegung. Ja? Und wenn er nach der Bewegung angreift, dürfen alle Charaktere, die sich in der Sichtlinie zu diesem Alien befinden, einmal angreifen, eine Standardattacke machen und auch Autofeuer benutzen. Mann, das ist geil. Ja, das ist echt geil. Warum? Weil ihr versuchen müsst, dass ihr Stellungsspiel mit euren Charakteren betreibt. Ja, die blockieren ja selber die Sichtlinie. Sie können zwar selber durch sich durchgehen, also durch den eigenen Helden durchgehen, nicht durch sich selber, aber sie blockieren die Sichtlinie. Und das ist ein Wahnsinn, ja, weil da musst du wirklich aufpassen, okay, dieser Charakter hätte noch sechs Munition, kann Defensivfeuer abliefern. Wenn die Aliens jetzt rankommen, kann es sein, dass der down geht. Das heißt, wir müssten ihn verteidigen. Wie positioniere ich die Charaktere am optimalsten, damit sie eventuell selber noch angreifen können und dann Defensivfeuer auch noch machen können? Und da es hier dann auch oft sehr schmale Gänge gibt und so, boah, das ist echt geil. Und dann fangen die Aliens noch an, hinten zu spawnen. Ja, du bist nach vorne, die Spawnpunkte bleiben ja, dann tauchen die hinten auch noch auf. Das heißt, du musst dir überlegen, wer schießt wohin. Ja, wer geht wohin? Wie stellt man sich im Endeffekt für das Defensivfeuer auf? Habe ich so auch in noch keinem Spiel gesehen. Vielleicht gibt es das schon irgendwo, ja, aber das habe ich hier so zum ersten Mal gespielt. Also wirklich Wahnsinn. Das ist echt nice, hier diese Überlegungen zu treffen. Finde ich echt cool. Ja, und das macht das Spiel extrem stark. Und das nächste, was mir richtig gut gefällt, ist einfach der Schnetzelfaktor. Also der ist wahnsinnig. Das ist kein klassischer Dungeon Crawler. Nehmen wir mal Alta Quest. Du musst hier auch überlegen, welche Karten spiele ich jetzt aus, welche Probe mache ich und so weiter. Nein, dieses Spiel will einfach nur, dass du die Aliens in einer Tour wegrasierst. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und das funktioniert herrlich schön. Also du wirfst eine Granate, dann kommt da so ein 5er-Stack an Aliens, ein 3er-Stack an Aliens, ein 2er und noch 3 1er. Und dann musst du vielleicht für 17 Aliens, ja, oder für 15, 10 Aliens, das heißt, du hast dann für 15 Aliens 15 Würfelwürfe. Ich finde das überhaupt nicht stören, ich finde das voll geil. Und du kannst dir da richtig vorstellen, wie du mit dem Flammenwerfer in die Meute fährst, ja,
und dann ein paar Aliens geröstet werden. Klar, dann würfelst du 7 plus, ne? Zack, tot, zack, tot, zack, tot, überlebt, zack, tot. Und dann seht ihr euch das Endergebnis an, ja? Wenn's dann sind immer ein paar Löcher drin. Geil. Ja, dann wirfst du noch eine Granate drauf, dasselbe nochmal auf die 6 plus, glaube ich, war das. Das ist mega. Das fühlt sich so cool an. Und ich habe mir am Anfang gedacht, boah, das ist viel zu stark. Hey, du mischst eine komplette Gruppe auf, ja. Aber wehe, du machst wieder zu viel Pause oder brauchst zu lange, zack, steht schon wieder so eine Gruppe Aliens parat. Und du hast noch die Möglichkeit, dir diese diese Charaktere, sage ich, diese Granaten wieder zurückzuholen. Also wirklich nice, nice, nice. Und das sind die positiven Effekte und das sind die Stärken dieses Spiels. Und die letzte Stärke ist einfach der thematische Aspekt. Ja, nehmen wir mal Newt als Beispiel. Ich will euch da nicht zu viel verraten, lasst euch da auch überraschen. Aber Newt ist ja so, wenn ein Marine, also wenn sie aufgedeckt wird, versucht sie in ihrer Aktivierung von den Marines wegzulaufen, weil sie Angst hat. Weil sie aber während des Films Vertrauen zu Ripley aufbaut, vertraut sie Ripley und vor Ripley läuft sie nicht weg. Ja, ich finde das mega. Ist für mich ganz an der Storyline gehalten, ja, wie sie sie finden, aber im Kerne ist das völlig in Ordnung und das ist auch richtig so und das ist mega schön. Also da gibt es wirklich so, oder die Sentry Guns, ja, ich muss die Sentry Guns, ja, das sind die Sentry Guns dann, du musst aufpassen, dass du selber mit den Charakteren da nicht reinläufst, obwohl du es vielleicht gerade, ja, also boah, ey, das ist einfach. Es hat für die drei Missionen, die sind wirklich perfekt auf den Film abgestimmt. Und da muss ich jetzt echt quasi on point sagen, wenn ihr wirklich großer Fan seid, so wie ich, von diesem Spiel und ihr mögt Brettspiele, dann kommt ihr um dieses Spiel nicht drum herum. Absolute Kaufempfehlung dafür. Ja? Also uneingeschränkt, ich würde es jedem Alien-Fan empfehlen, kauft euch dieses Spiel und kauft euch Legendary Encounters, ein Alien Deckbuilding Game. Und dazu noch Predator, weil wenn man Aliens mag, mag man Predator auch. Ja. Aber wie gesagt, Legendary Encounters und dieses hier zählen für mich zu den stärksten Franchise-Spielen, die man haben kann. Zumindest was Aliens betrifft. Und das ist echt geil. Ja. Da muss ich sagen, ich habe Nemesis damals Prototyp gespielt, ich habe es mir nie gekauft, werde mir Nemesis nie kaufen und so weiter. Das ist für mich kein Aliens-Spiel. Da stehe ich dazu. Das hier, das ist für mich das Aliens-Spiel. Ja, das verkörpert, das ist der Alien Resurrection in Reinkultur. Das, meine Freunde, das ist Aliens. Ja. Taktisch, Metzelfaktor hoch und nahe am Film gehalten. So muss ein Alien-Spiel aussehen. Das ist echt toll. Und von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Auszeichnung zu verleihen, und zwar den Hot Die Award in Boom, Silber. Ja, warum nicht Gold? Es hat eben diese Mängel, die ich euch vorher beschrieben habe. Daher gibt es keine uneingeschränkte Kaufempfehlung für jeden. Ja, ich werde nicht sagen, kauft euch jetzt alle dieses Spiel, weil das ist mega geil. Man muss auch ein bisschen den Fanfaktor beachten. Ja. Und ihr bekommt hier keine große Story geboten oder so. Aber was ich eben sagen kann, dass die Kernmechaniken bzw. die Mechaniken des Spiels sich hier wirklich toll anfühlen und einfach der Metzelfaktor in diesem Spiel extrem hoch ist. Und das gibt dir so bis jetzt kein anderes Spiel. Ja, rein raus Missionen, Aliens noch und nöcher spawnen. Hier wird es schwieriger, hier bekommt ihr levelbare Charaktere. Ja, was will man mehr? Und ich sage es nochmal. Nicht unbedingt, das klingt zwar hart, ich habe nicht die Nase voll von den langen Kampagnenspielen, aber ich finde das genauso gut, wie es ist. Du spielst die drei Missionen, dann kannst du sagen, du hast es durchgespielt. Und vor allem dazwischen diese Rescue-Missionen. Ja, also da muss ich auch noch ein Wort sagen, die Rescue-Missionen, mega thematisch gemacht, dass du jemanden befreien kannst, ist zwar im Film, ja, sie befreit Newt, aber du kannst das natürlich hier machen. Aber sagt mir oder schreibt mir mal in den Kommentaren, ob das von jemand schon einmal geschafft hat, dass er zwischen den Missionen eine Rescue-Mission macht und dann auch noch die dritte Mission überlebt, ja, oder beziehungsweise die ganze Kampagne durchgespielt hat mit einem Deck. Denn wenn du Mission 1 geschafft hast, dann musst du mit dem restlichen Deck, das dir noch zur Verfügung stellt oder gestellt wird,
weiterkommen und die nächsten Missionen spielen. Ja, dann kannst du den Supply Run machen oder eben eine Rescue Mission und da benutzt du aber dasselbe Deck. Ja, und ich habe die Missionen so versucht, erst 1, 2, 3. Das war schon hart. Ich bin an der zweiten dann elendig verreckt. Und das finde ich schön. Also wenn jemand sagt, das Spiel ist leicht, ich bin überhaupt nicht der Meinung. Das Spiel ist gar nicht leicht. Das ist echt heftig. Seht euch meine Let's Plays dazu an. Und das ist genau das, was mich triggert. Ja. Planet Apocalypse ist natürlich auch nicht leicht, wenn du random nimmst. Ja. So viel dazu. Du brauchst viel Würfelglück. Definitiv. Das gehört dazu. Irgendwie muss man die Kämpfe ja abhandeln. Und das ist sehr schön gemacht. Und es gibt eben diese Kritikpunkte, die ich euch genannt habe. Und daher wird es nur Silber für mich geben. In meinem Herzen ist es Gold. Ja, also für mich persönlich würde ich normalerweise die Goldmedaille verleihen, weil die Fanbrille einfach zu sehr zuschlägt. Ja, aber nüchtern gesehen ist Silber schon eine sehr gute Auszeichnung für dieses Spiel. Das heißt, wenn ihr diese 150 Euro investiert und ich gehe davon aus, dass ihr auch die Filme kennt, dann werdet ihr mit diesem Spiel euren Spaß haben. Ja, kein epischer Spielaufbau. Schnell gespielt, sage ich mal, 2 Stunden so eine Mission kann man schon alleine auch runterrocken. Aus Ausrüsten macht auch Spaß. Und die Mechaniken sind sehr schön. Und von daher kann ich für dieses Spiel meine Empfehlung für die genannten Gründe aussprechen. Ja, sehr schöne Auszeichnung. Bin ich froh, dass ich nicht enttäuscht wurde von dem Game. Da wäre ich echt traurig gewesen. Es gab ja schon mal dieses AVP Alienspiel, das habe ich nie gespielt, hatte so mäßigen Erfolg und bin froh, dass ich, also ja, ich könnte auch noch sagen, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man es irgendwie noch besser machen könnte. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie dieses Spiel zusammengestellt wurde. Ja, ich finde es echt cool eigentlich. Also ich könnte es mir nicht, ich würde es mir fast nicht anders wünschen. Natürlich könnte man vielleicht noch mehr Strategie einbauen und so weiter. So ein Worker Placement-Titel in dem Franchise wäre vielleicht noch geil. Aber schauen wir mal, ob das machbar ist. Vielleicht lasse ich mir da selber was einfallen. Aber ansonsten, ja, für Fans ein Muss definitiv. Und alle anderen, wenn ihr solche Spiele mögt, werdet ihr auch euren Spaß haben. Sehr schön, eigenständiger Titel. Ja. Das war es, ein langes Fazit zu Aliens Another Glorious Day in the Core. Mir fällt gerade nichts mehr ein, was ich dazu noch sagen könnte. Negativpunkte wurden ja auch schon gesagt. Und ja, am Ende des Tages schaut es euch an. Ich finde es mega cool. Bis zum nächsten Mal. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.